Hi zusammen, Runde 2 bei Bruga schaut sich kurze Gruselfilme an und reactet da drauf mit euch gemeinsam. Der erste Teil hat schon sehr gutes Feedback bekommen, dafür bin ich sehr dankbar. Also Dankeschön an euch, wenn es euch gefällt, freut mich das umso mehr. Und jetzt schauen wir uns nochmal 5 kurze Filme an. Ich glaube, das wird sich immer so einpendeln auf 1 bis 5 Filme, weil manchmal sind die sehr, sehr kurz und manchmal sind die auch mal ein bisschen länger. Also teilweise sind die Kurzfilme auch so 30 Minuten. Solange es okay ist, dass ich mir das angucke über YouTube, werde ich es natürlich immer verlinken und ihr könnt euch das dann im Nachhinein selber noch reinschauen oder ihr guckt es mit mir gemeinsam oder ihr empfehlt es weiter. Auf jeden Fall habe ich ein paar coole Comments gekriegt, was man noch so gucken könnte, und da gibt es noch so ein paar Kanäle, auf die sollte man besonderes Augenmerk legen, denn da laufen nicht nur Filme von den Leuten, die den Kanal auch betreiben, sondern auch von allen anderen, die Kurzfilme einsenden. Und da sind teilweise richtig Goldstücke dabei. Aber das werdet ihr jetzt sehen in diesem Video. Also viel Spaß bei kurze Gruselfilme und ich reacte da drauf. So, dann legen wir mal los. Der erste Film, den wir uns reinziehen, ist Kist von dem Kanal Alter. Das ist einer der Kanäle, von denen ich gesagt habe, dass anscheinend da Leute Filme einschicken. Da kommen auch wirklich oft neue. Deswegen, seien wir mal gespannt und viel Spaß mit Kist. Alter. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kriege auch nicht Probleme mit der Musik, falls da irgendwie sowas ist, sowas Altmodisches, muss ich halt immer drüber quatschen. Oder auch was Neumodisches, deswegen. You don't talk very much, do you? That's just fine with me. Creepy. Guess I'll be the one doing the talking. My, my. What big eyes you have, my dear. Oh nee, es ist doch nicht so ein Perverser, der Leichen schändet, oder? They told me they found you at the bottom of a lake. You drowned. Your lungs filled with the water and mud. Oh, das ist richtig unangenehm. What were you doing down there? Oh nee, es ist so ein Perverser. Oh, das finde ich immer so richtig eklig, ne? Kennt ihr diese urbane Legende, wo so eine Frau mit einem Kerl ausgeht, der scheint doch ganz nett zu sein und er küsst sie und... Aber sie hat so ein komisches Gefühl, weißt du, will ihn nicht mehr treffen. Und auf einmal kriegt sie so einen komischen Ausschlag an der Lippe, ne, am Mund und denkt sich so, ah, was ist das? Geht sie zum Arzt und der Arzt sagt, rufen Sie sofort die Polizei. Und dann stellt sich später raus, der Typ hat ihr Leichengift über den Mund verteilt im Gesicht. Und deswegen hat sie diesen Ausschlag bekommen. Das heißt, der Typ ist wahrscheinlich ein, ja, ein Mörder und hat schon eine Leiche geküsst und hatte das Gift noch am Mund. Und so ganz eklig. Kennt ihr bestimmt solche Legenden. Sorry, wenn ich darüber quatsche, aber... Link ist in der Beschreibung, ihr könnt es euch gerne nochmal angucken. Oh, er tut es. Oh. Unangenehm, oder? Hm. Oh, ist das unangenehm. Ich werde übrigens mal gucken, wenn ich das so ein bisschen ausbalanciere von der Lautstärke, weil manchmal ist halt die Musik echt laut und die Soundeffekte und dann ist die Sprache wieder so leise, was sie da von sich geben. Tötet sie ihn. Uff. Oh, Junge, es ist so unangenehm. Let's get you cleaned up. Die Pupillen vorher schon so groß. Bäh. Oh, es ist eklig. Let's seal up those lips so you can't kiss and tell, darling. Hm? Klebt er jetzt zu? Sweet dreams, beautiful. Ah.
Also im Autopsie hier, da dieses, ne, den ich hier gespielt habe, da wurden sie ja so zugenäht. Der Kiefer wurde richtig so mit Drähten so. Ah, das sieht so brutal aus. Aber muss ja nicht authentisch sein, hat ja keiner gesagt hier, ne? Ist ja nur ein Kurzfilm. Also jetzt zum Leben erweckt mit dem Kuss. Das ist so ein Schnappschloss. Eigentlich dürfte es von innen gar nicht aufkriegen. Ey, spätestens jetzt wird es mir ganz anders werden an seiner Stelle. Ich hab's gewusst. Küss mich. Stay away from me. Are you still sick and beautiful? No, 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 I didn't know. What's with you? Och, sie war schon eine hübsche, finde ich. Kist! Ja, das war der erste Film. Elwood Quincy Walker. You deserve to be disturbed. The Rule of Three. Oh, das sieht mir doch auch mal um Invasion aus. Leute, das war der erste. Und jetzt folgen noch, mal gucken, wie viele. So, der zweite Film ist auch wieder von Alter. Oder Alter. Und heißt Mystery Box. Wurde mir auch empfohlen von lieben Darth Vera. So. Bin gespannt. Stockholm-Syndrom-Film. Kennt ihr ja, ne? Dass sich die Geisel in den Geiselnehmer verliebt und so Sachen. Mystery Box. Kann übrigens sein, dass ich ein paar schon gesehen habe. Da ist einer, der heißt Piggy. Und Piggy war auch ein Film, der lief auf dem Fantasy-Filmfest. Das war ein voller Film und das ist halt so ein Kurzfilm von dem Regisseur. Ganz interessant. Also vielleicht kenne ich ja manche schon. Dann kann ich euch was im Nachhinein sagen, ich will nicht spoilern, deswegen. Ist ganz geil auf dem Fantasy Filmfest, da laufen dann manchmal so 15 Kurzfilme hintereinander und das hat dann so eine volle Spielfilmlänge. Um die 2 Stunden geht es dann manchmal. Man kann sich dann wirklich auf so einem Kärtchen den besten ankreuzen, ist total cool gemacht. Ich liebe sowas. Ich sag ja, hätte ich die Mittel, würde ich auch so ganz richtig kranke, krasse Horrorfilme drehen, aber. Nun ja. Das ist nicht so leicht. Das kostet, also selbst so ein kleiner Film kostet wahrscheinlich so seine 10.000, 15.000 manchmal. Je nachdem, was du für ein Budget hast, dann muss man ja auch die Gebühren bezahlen, dass man in dem Ort drehen darf und so weiter. Außer es ist ein Privatgrundstück, dann musst du natürlich nichts zahlen, aber. Ja, stell dir mal vor, ich würde jetzt irgendwo in Köln auf der Straße drehen, dann wollen natürlich die offiziellen Stellen, die wollen da Kohle für haben, ne? Und zwar nicht so knapp. Das ist schon richtig scheiße. Ich weiß nicht, das Regal ist schon ganz schön durchgebogen, gute Frau. Mit Kopf? Ja, guten. Hat sie jetzt nur den Fisch gegessen ohne Beilage? Naja. Kennt ihr vielleicht auch Lights Out, wenn es euch was sagt? Dieser Kurzfilm mit der Frau alleine zu Hause und wo das Licht immer wieder ausgeht von alleine. Der Typ, der hat dann auch daraus einen ganzen Film gemacht, aber der Film war leider nicht so cool. Der war ein bisschen zu gestreckt und man wusste schon, was es ist. Und ich war im Kino und naja. Wenn ich zu viel quatsche, sagt's ruhig, ne? Ich will immer so ein bisschen Hintergrundwissen teilen. Ich will nicht die Spannung jetzt kaputt machen. Ich bin halt ein Filmnerd. Wahrscheinlich noch ein größerer Nerd, als ich Spiele mag. Videospiele. Thank you.
Wusste es. Hallo? Dänisch? Norwegisch? Schwedisch? Warum macht sie die Kiste nicht auf, frage ich mich. Das wäre das Erste, was ich getan hätte. Ich bin halt super neugierig. Ach, da steht sie irgendwo drin, die Kiste. Gute Wahl. Und da ist sie wieder. Hinter Rubrik längere. Schwedisch, glaube ich. Ich mag übrigens Filme aus dem Raum, aus dem skandinavischen Raum, die sind immer sehr besonders. Finde ich cool. Und auch Serien. Norseman kann ich euch empfehlen, ist super lustig. Und die sind auch super nett, wenn du denen auf Twitter schreibst, die antworten sogar, die Schauspielerinnen. Sie sind kein Bolzenschneider. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Seid ihr so jemand, der im Kino losschreit? Also ich ja. Ich schreie im Kino los, weil ich mich erschrecke. Da lachen die Leute mich immer aus, aber ich schäme mich da nicht. Ich lasse es raus. Ich lasse einfach alles raus. Alles einfach raus. Ist viel besser, als es drin zu behalten. Am Ende platzt irgendwie noch was im Inneren. Deswegen einfach rauslassen. Einfach rausschreien, wenn... Ich glaube, der Fisch war nicht mehr so gut, hä? Auch wenn er frisch war. Alter, okay, das ist cool. Ich will nicht wissen, wie viele Versuche es gebraucht hat, bis der Schlüssel nicht im Ausguss gelandet ist übrigens. Warum hat die auch keinen Stöpsel? Alter. Aber die Idee ist schon mal geil, so einen Schlüssel aushusten. Bestimmt nicht so cool. Die Kiste. Er erinnert mich so ein bisschen an Evil Within, so mit dem Kastenkopf, ne? Der Kastenteufel. Die waren ja auch richtig ekelhaft, die Typen. Oh, kann ich auch wieder spielen. Ich habe irgendwie voll Bock auf den dritten Teil, aber die Story ist ja leider vorbei. Ich würde die wieder ins Wasser werfen oder so, weißt du? Aber nicht aufmachen. Gerade nach den Sachen jetzt nicht.
Schlüssel reinwerfen. Geht er wieder drum, Schloss zu, klack und fertig. Ist gegessen, kommt keiner mehr dran. Am besten nur in Beton eingießen, das Ding. Okay. Ja, geil. Ah. Was? Es ist richtig gut gemacht von der Perspektive und allem. Ich wusste, Evil Within. Alter, ist das eklig, die Zähne. Nee! Boah, ist das... Ist sie jetzt tot? Die andere und sie? Beide? Oh, okay. Also. Dieser Henny Oldenburg. Versteh das. Hat was gestanden. Other Side of the Box? Noch so einer. Okay, ich bin gespannt, Leute. Das war also auch wieder ein Film. Und, was willst du sagen? War gut. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, der nächste ist genauso gut. Ach so, übrigens, die Produktionsfirma dieses Films eben hieß ja Stockholm-Syndrom. Also macht es eigentlich nur Sinn, dass es vielleicht doch was Schwedisches war. Also hatte ich eventuell recht. Naja, nächstes ist Tea Time, wurde mir in den Kommentaren empfohlen. Ist schon echt ein bisschen älter. Ich glaube, aus den 70ern hieß es. Schauen wir mal rein. Geht auch nicht besonders lang. Und die Qualität ist auch nicht die beste, aber soll uns mal nicht stören. Oh, sie ist ja gut drauf. Erstmal Teechen trinken. Okay, vielleicht ist sie doch nicht so gut drauf. Muss alles richtig geordnet sein, ja? Sonst bringe ich jemanden um. Okay, ich glaube, die Katze ist schon ein bisschen länger tot. Ah. Okay. Auch sehe ich jetzt aber zum ersten Mal, Alter. Sie hat ihren Mann abgestochen. Wahrscheinlich hat er die Teetasse irgendwie falsch gehoben, hat den kleinen Finger nicht abgespreizt, weißt du? Och nee, der gute Tee wird kalt.
Okay. Habt ihr die Schulter von ihr gesehen, wie sie geatmet hat im Zeitraffer? Aber ganz cool gemacht eigentlich für die Mittel, die sie vielleicht hatten. So zwei Videos gemacht und immer gegengeschnitten, weißt du? Oh, jetzt will sie zersägen. Oh nein, die Katze! Nein! Das finde ich am schlimmsten, die arme Katze, die hat ja nichts gemacht. Erik Deutschmann! Das war also Tea Time, Leute. Cast, Regina, Mokke und Gary 7. Sukoli hat die Musik gemacht. 2007? Ja gut, das ist jetzt aus den 70ern. Alles klar, also das war jetzt Film Nummer 3, Tea Time. War ganz nett, ja. War ganz nett. Also mir hat die Maske gut gefallen. Kommen wir zum nächsten. So, kommen wir zum nächsten, der ist wieder ein bisschen länger, ist auch gerade erst vor einem Tag rausgekommen, und zwar The Sheltered Woman von Screamfest. Ist auch wieder so ein Kanal, wo mehrere Leute Sachen einschicken, glaube ich. Und jetzt viel Spaß. Screamfest. Wie gesagt, ihr könnt mir immer gerne in die Kommentare noch ein paar Sachen empfehlen, die ich noch nicht geschaut habe. Ich pack's immer alles in die Videobeschreibung und ihr könnt euch die Sachen dann selber ansehen oder den Kanal mal ein bisschen durchforsten. Finde ich, ist eine coole Sache, sowas hier anzubieten. Kostenfrei. The Sheltered Woman. Oder Women, besser gesagt. Das ist ja Mehrzahl. Da wieder Auswurf. Can I help you? Hi, my name is Claire. I'm sorry to disturb you. Die hat mich so ein bisschen an, wie heißt die Frau Brooks? Wie heißt aber der Vorname? Aus Das Labyrinth. Mit David Bowie. So ein bisschen erinnert sie mich. My mom left home about 4 months ago. Warte mal eine Sekunde. Because my dad was... Oh, keine Untertitel. He would... I think she may be here. She mentioned staying at a woman's shelter as a kid and... Here. She's the girl on the left. She's 7 there, standing in front of this house. Her name is Ruth Becker. There's someone named Alma there too. Here's a more recent photo of her. It's my favorite picture of the two of us. Alte Gichtkralle. There's no one named Ruth here. Sorry, I couldn't help you, dear. Please don't leave. Please, please, no. Please. Bisschen anhusten. Please come back. Please open the door. Please. Welcome please to Alma's home. Wie schön. It's my favorite picture of the two of us. Schnullis und Babysäckchen, oh nein. Aber wie kommen sie darauf, dass ihre Mutter hier ist, wenn sie hier als Kind war? Na gut, vielleicht alles so ausschöpfen, was man hat an Optionen. Willst jetzt nicht einsteigen, oder? Mom? Mom! Mom! Okay. Hätte ich jetzt gerne gesehen, wie sie drüber geklettert ist. Ich hätte einfach so einen Purzelbaum drüber gemacht, so vorne überfallen lassen und dann die Beine, ne? Klappt immer. Wir machen das dicke, Leute. Und dann auf die Fresse fallen. Och, riesiger Garten, ey, wenn du daraus was machen würdest. Das ist voll die geile Bude.
Ja, renn dahin, wo man dich besser sehen kann. Sind nicht Brooke Shields? Ich muss gerade mal gucken. Nee, Jennifer Connelly. Aber ein bisschen. Naja, aber so ganz weit entfernt, ne? So ganz weit entfernt. Fütterungszeit. Muss mal Gassi gehen mit den jungen Frauen. Zum Glück kann man nicht ihre Beine sehen unter dem Laken. Sie macht auch schon so. Hallo? Hallo? Guck mal hier. Da steht sie schon! Mom? Oh, so genervt, weißt du? Mom. It's me. Oh. But I missed you so much. Please, let's just go home and... You're trespassing, dear. Sie könnte auch so eine Clan-Leaderin sein, ne? I don't miss a thing about my old life. I'm a new person now. The thing I just can't get over is how you look like him. This was always my home. Aha. Offensichtlich ist sie nicht so ganz bei sich, die Mama. Your mother is an important part of this shelter. You will not come into our home and ruin what we have. Because when I'm gone, Ruth will be the perfect mother. From my Gretchen. Ah, hi Gretchen. You love your new mommy, don't you, sweet girl? Nicht anfassen! Ich kann gleich so einen Fingernagel im Auge hängen. I'm getting you out of here. Go. Hi, Claire. Was? Was machen die da mit denen? Die alle Hirn gewaschen? Hi. Dieses neue Essen jetzt für Gretchen. Singen die alle dieses Lied? Das war's? Also Kinder, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Outcome jetzt. Das bisschen enttäuscht bin ich, ja. Was war das jetzt? Was soll uns das sagen? Warum sind die so komisch?
Weil es ist ja noch ein bisschen Zeit. Kommt jetzt noch ein bisschen After Credits. Oder auch nicht. Okay, sehen wir uns jetzt Reflection an von Daydream Pictures. Ist ein ganz, ganz kleiner YouTube-Kanal. Hat irgendwie ein paar tausend Subs nur. Aber mal sehen, der ist vielleicht ganz gut. Zähneputzen hört sich voll krank an, oder? Irgendwie. Wie gesagt, geht nicht besonders lang. Aber hat, glaube ich, einen ganz coolen Schocker. Mal sehen. Oh, ja. Oh, ist das eklig. Oh, dieses Gesicht. Halt den Spiegel hoch. Alter! Oh, Alter Schwede, okay, das war richtig gut. Ich habe voll die Gänsehaut. Meine Fresse. Da war noch eine Empfehlung für It Layered Horrorfilm. Ich habe nur gesehen, da ist irgendwie Pennywise vom Spiegel. Mal gucken, vielleicht packe ich mir den auch mal rein. Boah, Leute, ich fand's richtig, richtig sahnig. War gut. Richtig gut. Not alone, short Horrorfilm. Das sind jetzt die ganzen Empfehlungen. Aber wie gesagt, ich hab alles mal in die Beschreibung gepackt. Ihr könnt es euch gerne mal reinziehen. Ja, ansonsten hoffe ich, euch gefällt es auch weiterhin. Ist halt ein ganz einfaches Reaction-Format. Ich sag's, wie es ist. Ich habe da kaum Aufwand. Ich guck mir das an. Aber ich find's trotzdem ganz cool, mit euch zusammen das zu erleben. Ihr könnt ja auch drauf reacten, wie ich drauf reagiere. Und dann sind überall Facecams und so. Ist voll lustig. Naja. Gut, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.